herzlich willkommen zu Minecraft Revolution. Herzlich willkommen zur leider letzten Folge vom Projekt Evolution. Das Projekt hat jetzt leider sein Ende gefunden. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei allen Leuten, die mitgespielt haben. Wir werden jetzt noch kurz die Welt ein bisschen begutachten und dann werde ich den Server ausschalten. Ja, alles hat ja hier am Rathaus angefangen. Da war wirklich gar nichts in der Gegend gebaut. Das Schöne fand ich hier diesen japanischen Tempel. Hat der... Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Hat einen Spieler gebaut. Hier drüben hat der Trina LP sein Grundstück gehabt. Es ist alles leider nicht mehr so geworden, wie es sollte. Hier drüben hatte der Destiny, beziehungsweise hat verschiedene Namen, Destiny, Racer und Ghost zusammengespielt. Wir haben auch schon ein bisschen was Botania-mäßiges gemacht. In die Richtung war der gute Moonbridge am Werkeln. Es tut mir für ihn am meisten leid, er war jetzt guten Monat, eineinhalb dabei, hatte eine kleine Pause gehabt und er hatte eigentlich noch viel geplant, hat sich aber alles leider nicht so entwickelt, wie ich wollte. Hier drüben war, glaube ich, der Leon. Und hier hinten, machen wir einfach mal ganz den Hut aus. Hier drüben hatten zwei zusammengespielt, die waren vom Anfang an dabei und dachte ich mir, komm, das Grundstück behalten wir. Ist zwar nicht viel, was die gebaut haben, aber es sah trotzdem doch relativ schön aus. Die hatten hier unten so ein bisschen was. Ja. Marktplatz war auch eine schöne Sache für ganz verschiedene Sachen. Was ich nur schade fand, wir hatten mal angefangen, einen Bahnhof hier zu bauen. Da haben sich aber leider meine zwei Administratoren ein bisschen zu viel aufgeheizt, sage ich mal, und der Bahnhof wurde nie fertiggestellt. Hauptsache der Weg zur gemeinsamen Base wurde mal fertig gemacht. Hier hatte sich Redbeard Knifte und Ulljam niedergelegt. Hier drüben, wo die Villager jetzt wohnen, wenn es mal laden würde, hatte der gute Quizzle sein Grundstück. Da hatten wir ja Spaß zu Neujahr mit bisschen Explosionen. Ja, hier drüben war Renrik und Judgment auch fleißig am Werkeln. Das ist wirklich wunderschön geworden, was die hier auch gebaut haben. Die haben ja wirklich so ziemlich alles mitgemacht. Von Blood Magic über Tomcraft, über Botania. Ich krieg so ein bisschen Nostalgiegefühle jetzt, weil ich es schade finde, dass wir das Projekt beenden, aber es lief ja vom Mitte November letzten Jahres. Wir haben hier auch wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt in ihre Base, waren sozusagen die aktivsten, haben eine, ging das nicht hoch,
Portalschmiede. Ach, da haben sie den Portalsteiner weggenommen. Die haben wirklich eine wunderschöne Schmiedegelände gebaut. Muss ich echt sagen, wirklich viel Mühe reingesteckt. Und zum Schluss hier einen riesenschönen Raum für alles Mögliche, von Big Reactors bis AE2, reaktormäßig. Stellen wir uns mal hier hin. Schmiedehaus hier. Und hier drüben hatte auch jemand angefangen, er hatte Terra geformt und dann haben wir von ihm nichts mehr gesehen. Und hier hinten hatte ich mich niedergelassen. Den Eingangsbereich hatte ich leider nie fertig bekommen. Und ja, von allem hatte ich auch etwas, eine kleine. Moment, ich werde erstmal kurz die Sichtweite jetzt wieder runterdrehen. Kleine Ritterfarm hatte ich, Lithiumfarm, die größten Schmieden hier in dem Projekt. Bisschen ausgetestet mit Agrikraft, wie man die automatisch hochzüchtet. Wirklich von allem habe ich es versucht. Ich habe auch versucht, schön zu bauen. Das ist in meinen Fällen immer sehr gering. Vor allem habe ich in diesem Projekt das erste Mal mit Botania mich richtig beschäftigt. Ja, viel hat sich auch nicht mehr getan zu der letzten Folge. Ich hatte hier noch die ganzen Maschinen gemacht, wollte mit Autocrafting anfangen und dann hatte ich leider die Mitteilung bekommen, dass den Leuten es nicht mehr so gefällt, wie es am Anfang gewesen ist, da der Server so ein bisschen am Rumzicken war und ein kleiner Spielstand von 4-5 Stunden verloren gegangen ist. Aber ja. So viel Zeit hatte ich wirklich noch nie in einem Projekt gesteckt, was administratorisch geht und Spielzeit. Vor allem hier so eine schöne Batterie habe ich gebaut, wo ich schon bei fast 3 Terra RF bin. Und wirklich sehr rohstofflastig war. Und ich habe hier auch mal. Ne, war das nicht hier? Das muss doch irgendwo hier gewesen sein. Oder noch eins höher. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe hier auch noch andere Seeds gezüchtet gehabt. War das hier hinten? Ja, hier hinten ist es. Wenn ich jetzt nur da gerade reinkommen könnte. Na, hier. Hier war eigentlich auch noch ganz viel am Plan. Sehr viel Magical Crops, dass mehr Rohstoffe haben bis zum Umfallen. Und das Schönste, was ich finde im Projekt, was mir sehr gelungen ist, ist hier der Reaktor. Richtig schön groß geworden. Auch relativ viel Stromerzeugnis. Ach, die Kiste ist sogar mal noch leer geworden. Heißt, der hat ja nicht mehr das Maximum an Jellorium. Füllen wir noch ein bisschen nach.
Ja, hier hatte ich auch die Thermoelektrik-Generatoren gebaut. Die haben gerade das Upgrade bekommen, dass die 4.500 mehr Strom produzieren. Hier drüben sind auch noch die untersten Teile von der Schmiede. Aber das Projekt ist ja jetzt leider zu Ende, was ich sehr schade finde, aber es nicht ändern kann. War alleine auf dem Server, möchte ich nicht spielen. Und dafür habe ich mir jetzt zurzeit Agarian Sky 2 rausgesucht. Habt ihr ja schon ein, zwei Folgen oder drei gesehen? Ich werde den Server jetzt herunterfahren. Mit euch zusammen. So, stopp. Er ist jetzt offline und werde die Welt auf meine Google Drive hochladen. Heißt, wenn jemand noch Evolution spielen möchte mit unserer Welt, kann er es gerne runterladen. Ich werde es so bis Ende 2018, Mitte 2019 auf meiner Google Drive lassen. Danach wird die Welt auf meiner HDD gesichert. Und ich bedanke mich für alle Leute, die mitgespielt haben, zugeschaut haben. Und auf Wiedersehen.